Wer seine WebEx-Konferenz mit Inhalten bereichern möchte, der ist natürlich auf die Freigabe angewiesen, also die Funktion, Bildschirminhalte in die Videokonferenz zu projizieren und auch freizugeben. In diesem Video schauen wir uns die Möglichkeiten von WebEx an. Ich wünsche viel Spaß damit. WebEx bietet natürlich auch wie andere Videokonferenz-Tools die Möglichkeit, Inhalte vom Bildschirm in die Videokonferenz zu teilen und freizugeben. Ich habe hier schon mal eine Videokonferenz vorbereitet und als allererstes muss ich mich als Gastgeber erst einmal fragen, wer soll überhaupt generell freigeben dürfen? Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder nur eine bestimmte Auswahl? Hier kann ich ganz schnell wechseln, indem ich in die WebEx-Menüleiste gehe. Unter Teilnehmer habe ich hier die Funktion, jeder kann teilen. Wenn hier der Haken gesetzt ist, kann jeder in der Konferenz den Bildschirm freigeben. Wenn der Haken gesetzt ist, eben nur ausgewählte Benutzergruppen. Über die Rollen bei WebEx haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Es gibt unterschiedliche zur Erinnerung. Das heißt, wenn ich mit der rechten Maustaste auf einen Benutzer gehe, habe ich die Funktion Rolle ändern, habe hier Moderator, Gastgeber und Mitgastgeber. Und interessant ist bestimmt auch der Moderator für viele Veranstaltungen, weil der entgegen dem Host und dem Co-Host eben nicht die Möglichkeit hat, Mikrofone stumm zu schalten, Leute rauszuschmeißen. Aber er ist der Einzige, der eben auch freigeben und teilen kann, während die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer das nicht können. Das heißt, benenne ich eine Person zum Moderator, sehe ich hier direkt den Freigabe-Pfeil, der weiße Pfeil, dem roten Kästchen bei dieser Person. Möchte ich diese eine Funktion ändern, weil es kann immer nur ein Moderator pro Konferenz da sein, kann ich den Freigabe-Pfeil einfach mit gedrückt gehaltener linker Maustaste auf eine andere Person übertragen. Ansonsten sehe ich hier unten eine Menüoption freigeben, dieses Rechteck mit den abgerundeten Ecken und dem Pfeil nach oben. Klicke ich da drauf, habe ich hier verschiedene Freigabemöglichkeiten. Fenster, Datei, Whiteboard und meine Desktops und verschiedene Anwendungsfenster. In meinem Fall, ich arbeite mit zwei Monitoren, deswegen gibt es jetzt hier zwei Desktops, Desktop 1, Desktop 2. Klicke ich mit der Maus drüber, sieht man so eine grüne Umrandung als Signal, das ist der ausgewählte Monitor. Gebe ich frei, wird diese grüne Umrandung wird dann orange als Signal, okay, das ist eben das Fenster, was jetzt auch geteilt und freigegeben wird. Am oberen Bildschirmrand habe ich eine Leiste mit meinen WebEx-Funktionen. Ich kann die Freigabe beenden, ich kann sie unterbrechen, neu freigeben, kann hier in die Breakout-Sessions, Teilnehmerverwaltung, Chat und so weiter. Genauso natürlich auch die Freigabe beenden. Gut, schauen wir nochmal in die weiteren Freigabefunktionen an. Hier haben wir nämlich auch die Möglichkeit, einzelne Anwendungsfenster freizugeben. Und da ist so ein Punkt, wo ich sage, das ist nicht so ganz geschickt von WebEx gelöst. Warum? Aus folgendem Grund. Ich hole mal gerade ein Word-Fenster hier mit rein. Das wird hier ja auch schon mit angezeigt. Microsoft Word. Ist ja auch oft so, dass wir mal ein Dokument in die Videokonferenz teilen wollen. Und wenn ich das Dokument jetzt auswähle und freigebe, dann sieht man, dass eben nicht das Word-Dokument orange umrandet ist, sondern der komplette Monitor. Das bedeutet ganz konkret, ich beende kurz mal die Freigabe, dass nicht das einzelne Anwendungsfenster freigegeben wird, sondern es wird der komplette Monitor freigegeben und nur das ausgewählte Anwendungsfenster ist sichtbar. Ich wiederhole das Ganze mal kurz, indem ich das Word-Fenster nochmal freigebe und wir uns jetzt einfach mal hier die WebEx-Konferenz aus einer anderen Perspektive anschauen. Das ist jetzt nämlich die Perspektive von unserem Demo-User, also einem anderen User hier drin. Das heißt, das Word-Fenster ist nur so ein kleiner Teil auf dem 32 Zoll 4K-Monitor. Es wird der komplette Monitor übertragen, aber sichtbar ist nur das Fenster. Und das ist, finde ich, erstmal sehr ungeschickt gelöst, weil zum einen, ich gehe davon aus, wenn ich ein Anwendungsfenster freigebe, dass es dann eben auch freigegeben wird und auch für alle sichtbar ist.
Zum anderen müsste ich, damit es für alle sichtbar ist, das Word-Dokument jetzt in Vollbild machen, enorm vergrößern. Und das ist natürlich blöd, wenn man mit zwei Monitoren arbeitet, weil dann nämlich mein Kontrollmonitor komplett blockiert ist mit dieser Freigabe. Also ich glaube, da kann man irgendwie noch eine ganze Menge noch verbessern. Gut, gucken wir uns die weiteren Freigabemöglichkeiten auch nochmal an. Das heißt, die Anwendungsfenster, die hatten wir, die Desktop hatten wir. Wir können jetzt auch Dateien freigeben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Bilddatei besprechen wollen oder freigeben wollen oder eine Videodatei, dann können wir die hier entsprechend einfach aussuchen. Ich wähle jetzt einfach mal aus dem Download-Ordner eine Bilddatei. Zack, und schon wird diese direkt übertragen. Das heißt, ich muss nicht erst ein Bildbetrachtungsprogramm irgendwie öffnen und das freigeben, sondern ich kann die Datei direkt auswählen und diese in die Videokonferenz übertragen. Entsprechend kann ich dann eben auch das Dokument, wenn es bearbeitet wird oder bearbeitet wurde, auch nochmal abspeichern. Bearbeiten, genau. Es gibt nämlich wie bei Zoom zum Beispiel auch eine Annotationsmöglichkeit, das heißt eine Kommentiermöglichkeit, dass wir Inhalte auch wie bei einem Whiteboard bearbeiten können. Und Whiteboard ist hier ein gutes Stichwort, denn ein Whiteboard ist ja im Prinzip nur eine weiße Fläche, die freigegeben wird, die dann mit Hilfe der Annotierungs- oder der Kommentierwerkzeuge bearbeitet wird. Das schauen wir uns hier jetzt mal kurz an. Ich gebe hier mal ein Whiteboard frei, neues Whiteboard. Und wir sehen jetzt hier eine weiße Oberfläche und wir haben jetzt hier an der Seite Kommentiermöglichkeiten. Das heißt, den Text zum Beispiel, dann kann ich jetzt hier Hallo Text reinschreiben, Brainstorming machen, wie auch immer. Ich habe hier auch Zeichenwerkzeuge mit Stift und viele andere Sachen. Grundsätzlich bei dem Whiteboard, das kann aktiv nur von denen genutzt werden, die per Webex Software mit dabei sind. Über den Browser kann man zwar zugucken, aber eben nicht mitarbeiten. Mitarbeiten ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Wer kann hier überhaupt mitarbeiten? Weil es ist ja nicht immer sinnvoll, dass jede Freigabe kommentiert werden kann. Ja, angenommen, ich mache gerade eine schöne Präsentation und dann fangen Leute an, einfach da rein zu krackeln. Das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Deswegen kann ich, wenn ich auf Teilnehmer klicke, die Privilegien zuweisen. Und dann kann ich zum Beispiel für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Beispiel sagen, okay, kommentieren im Dokument ist erlaubt oder nicht erlaubt. Je nachdem, wie ich den Haken setze. Der Haken ist erlaubt, der Haken weg ist nicht erlaubt. Jetzt schauen wir uns das Ganze auch noch mal aus der Perspektive eines Benutzers an. Das heißt, das ist jetzt hier ein Grasp-Benutzer unter dem Windows-Client. Freigegeben wird das Whiteboard. Und hier an der Seite habe ich jetzt entsprechend die Freigabeleiste. Wenn ich jetzt die Möglichkeit zum Mitarbeiten beende, das heißt, ich klicke auf Teilnehmer, Privilegien zuweisen, Kommentieren wegmache, ich klicke auf Zuweisen, wir uns dann nochmal dieses Fenster anschauen, dann sehen wir, dass hier an der Seite die Leiste zwar noch da ist, aber die Werkzeuge ausgegraut sind und nicht mehr bearbeitbar sind. Soweit erstmal zum Thema Freigabe. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich bin immer dankbar über tolle Hinweise. Ansonsten, wie bei jedem Video, wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß hier in dieser Videoreihe. Macht's gut und bis bald. Tschüss.